Und damit begrüße ich euch zurück zum Skispringen. Liegt ja mal wieder auf der Hand im Juni. Ich habe es jetzt schon mehrfach wieder angefangen, aber dann immer ein bisschen die Lust verloren, weil natürlich auch kein Skispringen ist. Jetzt habe ich einfach mal einen neuen, ganz mutigen Plan gefasst, der auch Jan Krawitz natürlich mit involviert, dem ich immer versprochen habe, dass wir mal was gemeinsam aufnehmen. Aber wie gesagt, dann habe ich Skispringen irgendwie immer im Winter, höre ich auf, Let's Plays zu machen. Das habe ich mir dieses Mal aber vorgenommen für den Winter. Und damit wir dann im Winter vielleicht auch nicht diese Sprünge, wie wir sie hier sehen, dann eben auch ertragen müssen, dachte ich mir, wir ziehen das jetzt einfach mal so über den Sommer durch und haben dann vielleicht, ja, sagen wir mal, mindestens neun richtig gute Springer, die wir dann eben auch in den Weltcup mit reinnehmen können. Alter Schwede, dieser Helikopterpilot, der Medikopter 117 macht die Fälle jetzt selber. Wahnsinn. Also wir springen jetzt erstmal so ein bisschen mit den schwächeren Springern durch. Ich schaue mir nochmal an, was ihr in die Kommentare geschrieben habt, welche Namen wir denn dort noch alle mitziehen möchten. Und dann machen wir mit Jan Krawitz zusammen, wenn er dann noch Lust hat, überhaupt auf mich, dann einfach mal eine kleine Vorschau auf die Saison, was denn alles so ansteht. Natürlich weiß ich auch nicht genau, wie das Corona-bedingt dann überhaupt jetzt beim Skispringen weitergeht, aber ich denke mal, dass das schon irgendwie passen müsste. Ich weiß nicht, ob man Zuschauer beim Skispringen braucht. Das kann man sicherlich auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit machen. Genau, das ist erstmal der Plan. Wir sind hier beim Teamplay Cup und starten mit Kamil Stoch. Ich habe natürlich wieder fleißig trainiert, bedeutet, bis jetzt zu diesem Sprung habe ich eben seit der letzten Aufnahme nichts mehr gemacht. Deswegen versuche ich mich mal so hinzuruckeln und klar nehmen wir am Probedurchgang teil, damit ich mal ein bisschen trainieren kann. Mit Kamil Stoch, also wir bringen Skispringen, ich weiß nicht genau in welchem Rhythmus, aber ich versuche es wirklich jetzt mal durchzuhalten. Gibt ja auch viele Fans nach wie vor vom Skispringen auf dem Kanal und da war ich direkt mal zu spät. Muss erstmal wieder reinkommen. Die Windbedingungen sind aber eigentlich ganz gut. Der Seitenwind hat jetzt nicht so reingehauen bei dem Sprung. Also Kamil Stoch 95,5 Meter, 87,4 Punkte. Er grüßt diesen Vogel da oben. Ist es ein Flugzeug? Ist es Super Richie? Man weiß es nicht. Schön, dass der Vogel sogar Kondensstreifen hinter sich herzieht. Die Chemtrails werden hier einfach abgesprüht jetzt von Vögeln. Das ist die Verschwörung von ganz weit oben. Kommt in meine Telegram-Gruppe, kann ich da immer nur sagen. Ach ja, Attila Hildmann. Ein Träumchen, was da momentan alles so gemacht wird. Ich verfolge das ja sehr gerne. Ich bin ein absoluter Aluhut-Fan. Ach Mensch. Also Aluhut-Fan im Sinne von, ich liebe diesen Schwachsinn, den die Leute da absondern. Natürlich nicht, dass ich daran glaube. Die Reptiloiden und was es nicht alles gibt. Das Adenochrom, wo Xavier Naidoo dann weint. Das ist, also, ich weine da auch, aber eigentlich, weil ich so traurig bin einerseits, dass die Leute an sowas glauben und andererseits einfach, weil ich es echt lustig finde, dass die Leute an sowas glauben. Aber ich glaube natürlich auch, dass es schon relativ gefährlich ist. Also Gesellschaft driftet auseinander, auch wegen solcher Schwachmaten, die das natürlich nochmal mehr spalten. So, jetzt aber mal den Absprung treffen. Viel weiter war es auch nicht und die Landung ist nach wie vor das Problem. Also Lando Carissian ist hier nicht so richtig gut. Oh ja, da hinten dreht er wieder seine Runden. Die kleine Schwalbe. Andy Möller fliegt hier durchs Let's Play. Wir sehen auch hier, die Texturen im Hintergrund sind ein Träumchen. Da hat sich einer richtig Gedanken gemacht. Spiel ist natürlich jetzt auch schon 14 Jahre alt. Das ist nicht mehr ganz so stark. Dann haben wir die Japaner auf Platz 1. Also wir springen hier sowieso richtig schön gegeneinander. Japan auf 1 mit Ryoyo Kobayashi haben wir da 90,7 Punkte geholt. Markus Eisenbichle mit 91,6 für Deutschland und Kamil Stoch dann auf Platz 4, 87,4 Punkte. Da sind dann sogar die Österreicher noch vor den Polen, die anscheinend in der Breite sehr, sehr schwach aufgestellt sind. Wie man hier sieht, Krzysztof Anjola. So, dann geht's jetzt rein in den Wettkampf. Die Sprünge, die wir eben gemacht haben, sahen ganz gut aus. Die Wetterbedingungen sind auch gut. Hinten wird wieder ins Fantasieland geflogen bei South Park. Muss ich immer sofort dran denken. Und Ronny Breu ist auch wieder am Start, der Hauptsponsor. Ja, der sah eigentlich ziemlich gut aus. 93 Meter, da gibt es sogar zweimal die 20, einmal die 19,5. Und der Italiener die 18,5, alter Schwede. Ist doch unfassbar, die Italiener wieder mit ihrer Ahnung vom Skispringen. Das müsste die Polen auf jeden Fall ein bisschen nach vorne bringen. Jetzt kommt Ryoyo Kobayashi. Und wie gesagt, wir nehmen natürlich noch ein paar andere Springer rein. Ich finde, Vincent de Comcevoir muss aber einfach rein.
ob den jemand sehen will oder nicht. Ansonsten springe ich mit dem auch einzeln durch. Das ist mir egal. Da kenne ich nix. So, der sieht sehr, sehr, sehr gut aus. Der sieht sehr, 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 sehr gut aus. Nur die Landung halt. Das ist immer so ein Problem. Den wollte ich dann doch weiterziehen. Die rote Linie war irgendwie. Ich dachte, wir können drüber springen, aber man muss hier, glaube ich, ein bisschen anders denken, weil die rote Linie, weiß nicht, ob die dann auch den Polen Kamil Stoch zeigt oder ob das im Teamwettbewerb ja dann immer auch ein bisschen anders getaktet ist. So, André Truppey, wir haben natürlich auch gar nicht gesehen, ob Captain Kuppel noch dabei ist. Da müssen wir nochmal ein Auge drauf werfen. So, Markus Eisenbichler, der beste Kumpel von Captain Kuppel. Nee, wie ist er? Ich habe schon wieder vergessen. Captain Kuffel. Uiuiui, da war wieder das Typische zur Seite wegdrehen und der geht nicht weit, deswegen machen wir mal eine Sicherheitslandung. Da landen wir einfach mal schnell auf dem Hudson. Gesundheit. 73,2 Punkte, ganz, ganz schwache Leistung von Markus Eisenbichler, der hier trotzdem den Balotelli macht. So, wie schaut's aus? Gandalf ist in Führung. You shall not spring. Peter Meyer, Josef Reuter, das sind doch richtig gute deutsche Namen, wie es früher bei diesen japanischen Fußball-Animes immer hätte sein können. Peter Meyer, Josef Schmidt und wie die nicht alle hießen. Ich weiß nicht mehr, wie der gute deutsche Spieler damals hieß. Der gute deutsche Spieler. Ryoyo Kobayashi bringt die Japaner auf Platz 2 und die Polen sind wahrscheinlich auf Platz 3. Da sehen wir es. Kamil Stoch ist so ein bisschen im Schnee verschwunden. Also Kamil Stoch bringt hier die Polen auf den dritten Platz vor, sogar dicht an die Deutschen dran. Sehr, sehr enges Duell. 5 Punkte liegen sie nur auseinander. Das entscheiden quasi unsere drei Springer jetzt, wer denn dort den Teamplay Cup gewinnt. So, Paul Haberl macht immer die Haberl-Landung. Greift gerne in den Schnee. So liegt es einfach in den Genen seiner Familie. Ruhig, 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 Brauner. Na, die Landung. Die Landung ist einfach nach wie vor das Problem. Wir kriegen trotzdem die 19, 19, 5, 96,8 Punkte. Dann machen wir nochmal eine sexy Drehung und der Helikopterpilot fliegt wieder, rast durch die Menge, durch Bäume und da kommt noch der zweite. Einfach ein Traum. Da sehen wir auch, der hat sein Handy dabei, die erste Generation. Mit so einer Empfangsstation auf dem Rücken. Das ist kein Rucksack, sondern quasi empfängt er damit die Daten. So, der sieht auch sehr gut aus. Keine Korrekturen. Landung später, ein bisschen verwackelt, aber der war nochmal weiter. Also, Ryoyo Kobayashi für die Japaner mit einem guten Sprung. 94,1 Punkte. Leider die Haltungspunkte nicht ganz so stark. So, da sehen wir mal. Ja, doch, das war schon ganz gut. Hoch in den 90ern, wie gesagt, wie ich ja auch hoch in den 90ern bin, war das von den Punkten her ziemlich gut. Da ist Kamil Stoch aber natürlich deutlich der Stärkste. Mal schauen, die anderen. Adam Blanky auf der 3. Deutliche Abstände. Da haben wir unsere Springer schon sehr verbessert. Unten steht sogar noch ein Helikopter. Also da wäre noch die Möglichkeit, mit dem dritten hier rumzufliegen. Naja. Landung, wie gesagt, verbesserungsfähig, 99 Meter für Markus Eisenbichler, 94,2 Punkte. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der Helikopterpilot uns schreddert oder nicht. Wie sieht es in der Gesamtwertung aus? Gandalf gewinnt dann quasi mit Deutschland. Peter Meyer, Josef Reuter und Markus Eisenbichler. Ach, schöne Namen. Atsushi Nishio, Gesundheit. Takaya Takehara. Yasuhiro Hirai und Ryoyo Kobayashi dann auf der 2. Michael Fürstenberg, Krzysztof Anjola, Jacek Gawlowski und Kamil Stoch. Schön, wie anders Namen einfach klingen können. Ich glaube, da haben wir drei gute Beispiele gehabt. Also unsere drei sind auch vorne, waren dann doch nicht so knapp im zweiten Durchgang, obwohl Kamil Stoch da wirklich auch da nochmal die besten Punkte mitgebracht hat. Die meisten Punkte wahrscheinlich noch eher. So, Deutschland vor Japan und Polen. Die Achse des Bösen ist vorne. Bis auf die Polen natürlich. So, Markus Eisenbichler
hat auf jeden Fall viel Geld. Wie gesagt, wir haben, glaube ich, im Lotto mit ihm gewonnen. Wir haben dieses Wer wird Millionär-Quiz mal geschafft. So, dann trainieren wir noch ein bisschen. Extra Training machen wir keins. Stéphane Dumont von den Reiseführern ist auf jeden Fall glücklich. Kamil Stoch holt den ersten Platz und die nächste Powerstufe. Ich fühle mich auch schon wieder so powervoll. So, was sollten wir denn mal die Flugtechnik an? Wir sollten die Landetechnik vor allem verbessern, weil ich da so eine Gurke bin. Ist das wahrscheinlich ganz, ganz wichtig. Dann gehen wir hier mal auf selbe. Dann können wir endlich mit der Bumsbude, Kaffeeschuppen, Bräubude einen besseren Vertrag abschließen. Oder vielleicht auch wieder mit unserem Klassenkameraden, der jetzt endlich seinen eigenen Puff aufgemacht hat und wir uns da ab und zu mal sehen lassen sollen, damit der Puff besser läuft. Werbeslogan. Wie alt ist der Springer hier? 16, 17, wahrscheinlich keine Haare am Sack, aber im Puff drängeln, das ist einfach der Werbeslogan. So, haben wir den Gag auch untergebracht. Ich glaube, der ist, ich weiß nicht, von den Campern von RTL damals. Ich weiß es nicht, aber es könnte hinkommen. So, passt ja zum Thema Puff. Also Lillehammer, finde ich, klingt schon sehr pornös. Markus Holzer, auch ein schöner Pornoname. Also alles Porno, Porno, Porno. Wenn ich jetzt Geld mit diesen Videos verdienen dürfte, dann wäre das hiermit geschehen. Aber wir sind ja im Teamplay Cup, also Fair Play, Teamplay. Mal schauen, wer diesmal gewinnt. Ob Gandalf wieder vorne reinstößt. Gönne ich mir gerade noch mal ein Käffchen. Frisch, frisch gereinigte Maschine. Lecker Kaffee. Ivan Jirkov. Der Jerk. Jerkov. Jackov. Ah, da haben wir es wieder. Verschwörungstheorie. Zufall oder nicht? Nein, kommt in meine Telegram-Gruppe. Unten gibt es schon Feuerwerk. Finde ich immer gut beim Skispringen. Der ganze Nebel vernebelt uns die Sicht. So, Kamil sticht jetzt mal runter. Da sehen wir, das Feuerwerk ist noch. Alter Schwede, jetzt übertreibt's doch nicht. Also, Lillehammer finde ich auch eine sehr schöne Schanze. Habe ich den Absprung auch immer ganz gut getroffen und man hat eine schöne Flugkurve. Da sind wir natürlich jetzt sehr, sehr früh in die finale Phase gegangen. Der Landeanflug wird nicht über 90% sein, aber wir müssen ja momentan auch gar nicht so viel Risiko gehen. So, die Bundesliga-Saison 2020-21 startet am 11. September. Als Schalke-Fan habe ich Zeit. Ich habe wirklich, wirklich sehr viel Zeit mit der Bundesliga. Macht euch da keinen Stress. Also, ich bin da nicht böse, wenn es dauert mit der Bundesliga, ne? Das dürfen sich ruhig Zeit lassen. Jetzt weine ich gerade leise in mich rein. Hoppala. Ja gut. Ich würde sagen, im echten Leben wäre er gestürzt. Von daher sehen wir es mal positiv. Wir haben dann eine gute Landung gemacht und 76,1 Punkte. Da freuen sich die Japaner. Ich finde übrigens schön, dass es hier mehr oder verschiedene Figuren gibt im Publikum als beim Radsportmanager. Wo ich ja gestern eine Tortur so ein bisschen hatte. Dominik Oslislock, der ja bei unserem Abo-Team auch mit drin ist, dann geschrieben, den gibt es schon bei MMOGA oder wie Momoga, wie das Ding auch immer heißt. Dann habe ich gedacht, ach, ich probiere es einfach mal, habe es da storniert, wo ich es schon vorgemerkt habe. Oder vorbestellt. Im Buchhandel sagt man immer vorgemerkt, deswegen nicht wundern. Und da stand aber dann auch nur Coming Soon. Aber ich habe es einfach mal versucht und es war auch ein super Hinweis. Danke da nochmal. Hätte ja sein können, dann hätte ich gestern spät einen Stream gemacht und meine Freundin auf der Couch schlafen müssen. Da kenne ich nichts. Weißt du, da setze ich Prioritäten. Ab in die Hundehütte. Nein, Quatsch, um Gottes Willen. So, eher andersrum. Also ich hätte dann in der Hundehütte schlafen müssen, wenn ich das vorgeschlagen hätte. So läuft es hier nicht. So, das Patriarchat ist schwach mit mir. So, Markus Eisenbichler 82,9 mit den Deutschen. Gandalf geht einfach vorweg. Der wackt sich dort nach vorne. Kamil Stoch auf der 2, 87,4 und Ryuyu lässt leider die Japaner im Stich, die diesmal nur auf dem dritten Platz sind. Das sind 11 Punkte Unterschied. Hier sind es 14, also ist es nicht mal die Schuld von Ryuyu. Der kleine Ryuyu möchte aus dem Kinderparadies abgeholt werden. Josef Reuter sitzt jetzt auf der Rampe. Nee, Quatsch. Kamil Stoch sitzt auf der Rampe. Streckt sich nochmal. Und wir sehen hier, das ist das Neujahrsspringen anscheinend in Lillehammer.
Ja. Ja, ganz nett. Aber nicht optimal. 90,8 Punkte. Kamil Stoch betet nochmal. Schickt Grüße an Johannes Paul II. Hoch. Und sagt, yo Bro, wie fandst du den denn? So, 88,3 sind wir auch noch blasphem geworden. Also diese Folge, die ist dermaßen politisch inkorrekt. Wir hatten Sexismus, keine Ahnung, Pornos hatten wir jetzt schon. Skispringen bringt immer das Beste in mir hervor. So, weiter geht's. Die Nummer 4, Heiko Westermann. Springt jetzt. Boah, Heiko Westermann beim Skispringen, das wäre ein Träumchen. HW4. Ja, komm mal, der war schon sehr, sehr schön. Der war vom Schanzentisch zwar jetzt nicht so schnell, dass wir da in den Übergang gekommen sind, aber zweimal die 20, einmal 19,5. Der Italiener, der ist diesmal direkt zu Hause geblieben, wegen Ahnungs... Oh, guck mal, wie nett der winkt, der mit dem Bart. Die haben alle einen Bart. Gut. Wir brauchen mehr Bordschilder. Markus Eisenbichler geht jetzt noch runter. 0,3 Punkte. Ryoyo Kobayashi im zweiten Durchgang hat er richtig einen rausgeknödelt. Also 0,3 Punkte vor Kamil Stoch. Josef Reuter direkt von der Agentur. Der schreibt die Artikel selber, macht die Fotos. Super. Und nebenbei ist er noch Dritter. Bin stolz auf ihn. Ja. Ich weiß es nicht, irgendwie, vielleicht brauche ich auch eine Brille, aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe Angst vor der Landung. Angst vor der Landung, die Angst des Skispringers vor der Landung. Angst essen Telemark auf, das wäre doch mal was. Das wäre die Biografie von Sven Hannawald, Angst essen Telemark auf, so wird die Folge heißen. So, Markus Eisenbichler gewinnt dann mit Deutschland und Gandalf wieder das Springen in Lillehammer. Beim Heimspiel sind die Norweger nicht unter die Top 3 gekommen. Ryoyo Kobayashi mit 102,4 Punkten hat er im zweiten Durchgang, wie gesagt, richtig einen rausgeknödelt und die Japaner da auf Platz 2 gebracht. Kamil Stoch auf der 3, heute eher durchwachsen unterwegs gewesen, bedeutet, dass die Deutschen mit 800 Punkten 100 Punkte vor Japan liegen, dann kommt Polen mit 600, also da ist eigentlich alles in gewohnten Bahnen. Die Russen sind sogar auf Platz 8. Haben wahrscheinlich einfach willkürlich irgendwelche 4 Russen gemeldet, die gar kein Skispringen können. Aber Dmitri Vassiljev schafft das bestimmt mit seinen 85 Kilo, die er da die Schanze runterwuchtet. Das war immer so schön. Er war immer ein bisschen moppelig, aber auch ganz nett. Dafür ist er immer noch relativ weit gesprungen, aber hätte sicherlich auch mehr aus sich machen können, auch Doping und so weiter, bla bla bla. So, ich lasse jetzt mal die zwei Springen, relativ kurze Skisprungfolge. Ich versuche mal zwei Springen in eine Folge zu machen, dass man sich das mal so schnell hintereinander weg anschauen kann. Soll jetzt auch nicht zu arbeitsintensiv werden. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Skispringen, wie gesagt, bringt immer das Schlechteste in mir hervor. Wir versuchen jetzt mit Markus Eisenbichler und so weiter hier die Saison zu beenden. Wir werfen einen Blick in den Tourkalender, was ich wahrscheinlich Ende letzter Folge schon gemacht habe, aber das ist so lange her, dass ich mich nicht erinnere. Da machen wir nächste Folge die letzten 3 Springen und würde dann wieder in den Nachwuchs-Euro-Cup starten, allerdings dann mit 3 neuen Springern, damit wir die dann auch eben für die nächste Stufe qualifizieren können. Und ja, dann schauen wir einfach mal weiter, wie es dann eben so weitergeht, ob wir dann, na gut, wenn wir mit 6 Springern reingehen, dann sind die einen natürlich dann immer schon ein bisschen besser, weil sie ein Jahr mehr Erfahrung haben und mehr Training. Deswegen würde ich eigentlich immer nur 3 Springer nehmen und sobald wir dann eben im Weltcup sind, dort nehmen wir dann quasi alle mit rein und können dann von mir aus mit 9 Springern dort springen. Wahnsinn. Also ich bin so gut mit Worten heute. Also das ist der Plan. Wie gesagt, Jan Krawitz, I have you not forgotten. That's my correct English in this sentence. Also habt ihr nicht vergessen. Wir machen einfach mal eine Vorschau dann auf die Skisprungsaison und dann ziehen wir das gemeinsam einfach knallhart durch. Ich sage danke fürs Schauen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dann geht's nach Villach, ob ihr wollt oder nicht, dann geht's nach Villach. Bis dann.